Ich begrüße euch zurück hier bei Assassin's Creed 2. Und direkt setzt der schöne Soundtrack ein. Wir machen weiter mit dem Attentat auf Francesco de Pazzi. Dem Anführer oder eher gesagt dem Ältesten der Pazzi-Familie, meine Güte. Dem Vater von Vieri, den wir bereits eliminiert haben. Das Attentat auf die Medicis konnten wir nicht ganz vereiteln, aber zumindest haben wir Lorenzo de Medici gerettet. Und somit die Übernahme der Stadt durch die Pazzis halbwegs herausgezögert oder eben verhindert. Problem ist natürlich, dass sie dennoch hier für großes Aufsehen gesorgt haben. Wir plündern und ein Wurfmesser. Super. Okay. Francesco de Pazzi. Ihr habt Lorenzo gehört. So können wir die Stadt aus ihren Fesseln befreien. Signore, ich sah, wie Francesco ein Bataillon um den Palazzo della Signoria herumführte. Ich fürchte, er sucht einen anderen Eingang. Geht, bevor es zu spät ist. Tut, was ihr könnt! Leb wohl, Francesco. Francesco de Pazzi finden und töten. Zum Palazzo della Signoria gehen. Francesco. Seht mal da, ich sehe bares Geld. So. Und in den Straßen tobt noch immer der Kampf. Wir ignorieren das und versuchen so schnell wie möglich zu Francesco zu kommen. Und am besten noch über die Dächer. Republik Florenz. So, hoch da. Palazzo della Signoria, da ganz hinten. Das heißt, wir haben noch ein bisschen zu laufen. Ja, die Pazzis, beziehungsweise die Templer, versuchen wirklich aggressiv die Stadt zu übernehmen. Und man hat es ja auch beim Attentat gesehen, wie offen sie ihre Motive zeigen. Ich töte eure ganze Familie, Lorenzo. Und wenn man jetzt an das Vorgehen der Templer in Assassin's Creed 1 denkt, alles heimlich unter dem Deckmantel der verschiedenen Fraktionen, ich habe es ja schon angesprochen, da sieht man, wow, dass die Templer nicht nur an Macht, sondern auch an Motivation und Selbstsicherheit wahnsinnig zugenommen haben. Aber noch sind wir da und werden versuchen, sie aufzuhalten. So. Da ist der Palazzo. Und da müssen wir hin. Ich suche gerade nach einem guten Übergang. Am besten gehen wir hier runter. Oh Mann. Das hat Francesco aus eigener Eifersucht den Medicis und... Ja, wobei, man hat es ja gut gehört. Ich will es gar nicht alles wiederholen, aber nur nochmal so kurz, um es wieder in die Erinnerung zu rufen. Giovanni wollte gegen Francesco aussagen und hätte damit für eine Haft, für einen Gefängnisaufenthalt, wie auch immer, gesorgt. Giovannis Tod hat damit gleichermaßen auch die Medicis geschwächt, da sie ja eng miteinander verbunden waren. Das war für Francesco also zwei Fliegen mit einer Klatsche. Einmal hat er die Medicis geschwächt und seinen Widersacher Giovanni, der eben ja, vor Gericht aussagen wollte, ebenfalls so beseitigt. Das heißt, das Ganze war echt ein abgekartetes Spiel zwischen Uberto Alberti, der schon sehr, sehr, sehr in Not war. Francesco, der es ausnutzen wollte, und dem Spanier, dem Anführer der Templer hier in Assassin's Creed 2, der die Assassinen vernichten will. Du schon wieder! Warum bist du nicht tot? Männer, erledigt ihn! Oh, Francesco. Glaub mir, so schnell tötet mich niemand. Den Palazzo della Signoria erklimmen. Gerne. Das sind aber ganz schön viele Wachen. Ich bin hier, Fratello! Da ist er! Oh, wow, das war gut. Komm. Komm. Ah, wir plündern mal kurz die Leichen wegen Wurfmessern.
Eins. Zwei. Sperrgebiet. Sperrgebiet hatten wir noch gar nicht, oder? Heißt im Klartext das auch, obwohl wir nicht aktiv als gesucht gelten, die Wachen uns gegenüber direkt aggressiv reagieren. Oh, der Junge hält sich für einen Schwertkampfmeister. Du hast also Blut geleckt. Meine Männer machen kurzen Prozess mit dir. Halte ein. Du verzögerst nur dein unausweichliches und schmerzhaftes Ende. Was glaubst du zu beweisen? Dass du ein treuer... Wache! Wache! Keiner wird kommen. Es gibt nur uns. Verdammt! Zur Hölle mit dir! Lass ab von mir! Oh nein, Francesco. Diesmal nicht. Seht mal, da ist er. Francesco, der Pazzi, eliminieren. Und da flieht er. Und weg mit dir. Jetzt werdet ihr von Florenz für eure Taten gerichtet. Es ist vorbei. Alles vorbei. Besser in diesem Leben zufrieden zu sein, als es erst im nächsten Leben anzustreben. Requiescat in pace. Harte, aber wahre Worte. Leb wohl, Francesco. Synchronisiert. Blutsonntag. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 4 beendet. Vielleicht kurze Erklärung. Gerade eben haben unten die Leute gegen die Medicis protestiert. Und für die Templer. Für den Sturz der Medicis. Und der Tod von Francesco, ihr habt es gesehen, hat für ein bisschen Entsetzen. Und ich denke mal auch für eine kleine Meinungsänderung gesorgt. Republik Florenz, 1478. Immer noch das gleiche Jahr. Immer wieder toll, wie die Stadt so Stück für Stück aufgebaut wird, oder? Was haben wir da für ein Symbol? Ein Templerversteck. Auch das ist, glaube ich, neu, oder? Hatten wir in Assassin's Creed 2 Templerverstecke? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Lorenzo. Als ich 6 Jahre alt war, fiel ich in den Arno. Bald sah ich mich nach unten sinken und ins Dunkel. Sicher würde mein Leben bald enden. Stattdessen erwachte ich und hörte das Weinen meiner Mutter. An ihrer Seite stand ein Fremder, völlig nass. Er lächelte mich an. Meine Mutter erklärte, dass er mich gerettet hatte. Und so begann eine lange, blühende Freundschaft zweier Familien. Eurer und meiner. Verzeiht, dass ich euren Vater und eure Brüder nicht retten konnte. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass Jacopo de Pazzi eine Rolle bei ihrem Tod spielte. Auch beim Angriff auf euch. Ich muss ihn finden. Der Feigling floh, bevor wir ihn festnehmen konnten. Habt ihr irgendwelche Spuren? Nein, sie haben sich gut versteckt. Sie? Jacopo war nicht der einzige Verschwörer, der entkam. Wenn sie mit Jacopo arbeiten,
Waren Sie auch an dem Komplott gegen meine Familie beteiligt? Gebt mir Ihren Namen. Antonio Maffei, Erzbischof Francesco Salviati, Stefano da Bagnone und Bernardo Baroncelli. Bene, ich gehe zu meinem Onkel. Er hat Männer im Hinterland stationiert. Wartet, bevor ihr geht. Eine Kodexseite. Ich nahm sie aus den Akten von Francesco de Pazzi, da er sie sicher nicht mehr braucht. Ich habe mich immer für alte Dinge interessiert. Wie euer Vater. Es ist auch bedeutsam für mich. Dann seht sie als ein Geschenk. Möge Gott uns alle schützen. Vielen Dank, Lorenzo. Vier am Boden. Synchronisiert. Ja. Schlägereien freigeschaltet und so weiter und so fort. Ganz interessant. Die Pazzi-Verschwörer. Ja, die Pazzi-Familie ist groß. Jacopo de Pazzi. Das Geld. Er war der Kopf der Pazzi-Familie und er führte ihre Bankgeschäfte. Als Geschäftspartner von Lorenzo de Medici hatte er persönlich nichts gegen ihn. Also heuerte er 4 Templer-Attentäter an, um die Sache für ihn zu erledigen. Bernardo di Bandino Baroncelli. Er hasste die Medici wegen des Exils seines Cousins und führte die Bücher im Tagesgeschäft der Pazzi-Bank. Und nachts mordete er für die Templer. Baroncelli führte den ersten Streich aus. Stefano de Bagnone, bekannt für seine Grausamkeit. Bagnone wurde in Rom zum Templermörder ausgebildet. Und Bagnone war es, der Lorenzo de Medici in den Rücken stach. Antonio Maffei, als Zeuge der Entlassung von Volterra durch die florentinischen Söldner, beschuldigte Maffei Lorenzo. Er trat den Templern bei, um Rache zu finden. Maffei war es, der Lorenzos Kehle durchschnitt. Erzbischof Francesco Salviati. Er war überzeugt, der nächste Erzbischof von Florenz zu werden. Salviati raste, als sich Lorenzo ihm in den Weg stellte. Aber die Templer waren da, um seine Wunden zu heilen. Es war Salviati, der ihre Truppen in die Stadt führte. Also lebt hauptsächlich nur noch einer der Pazzis und 2 Jacopo. Und er hat jetzt 4, oder er hat mit 4 Templern den Angriff auf Florenz gestartet. Und die befinden sich alle im Hinterland in der Toskana. Okay. Attentatsmission freigeschaltet. Ja, Attentatsmissionen sind jetzt bei mehreren Taubenschlägen in der Gegend verfügbar. Denn tatsächlich können wir jetzt für Lorenzo auch innerhalb der Städte, beispielsweise hier innerhalb von Florenz, kleinere Aufträge erfüllen. Schlägereien sehe ich gerade gar nicht. Dann können wir mal gerne eine Attentatsmission starten. Das ist kleine Mission, die uns zwischendurch immer wieder kleine Templer-Ziele vorschlagen, beziehungsweise Feinde von Florenz in diesem Fall. Ich habe den Palazzo Medici auf der Karte markiert. Um volle Synchronität mit Ezios Leben zu erreichen, solltest du ihn untersuchen. Ja, und ich sag's nochmal, das ist neu. Das ist auf jeden Fall neu. Bevor wir zum Palazzo Medici gehen, gehen wir auf jeden Fall zum ersten Auftragsattentat. Also nochmal, so können wir uns ein paar Florin dazu verdienen und die Sicherheit der Templer, beziehungsweise die Sicherheit der Templer gefährden und den Machteinfluss der Medicis in diesem Fall hier verstärken. Kleinere Auftragsattentate. Die Auditore Familiengruft, der Palazzo Medici. Das ist schon beeindruckend. Und natürlich die 2 kompletten Erinnerungssequenzen. Alles neu. So, interagieren. Was haben wir denn hier? Markttag. Eine Verschwörung gegen die Nachschublinie von Florenz wurde entdeckt. Beendet sie, indem ihr den Händler auf dem Marktplatz im Bezirk San Marco eliminiert. Lorenzo. Okay. Wow, schlichtes Attentat. Können wir neue Sachen kaufen? 10.000. Armschützerhelmschmied. Gar nicht besser. Neue Waffen. Offiziersschwert. Ciao, Signore. Merken wir uns. Empfiehlt uns bitte weiter. Ah ja, hier, seht mal. Monte Rigioni's Wert plus 145.
Bedenkt auch, wenn ihr ein oder zwei mehr Trüppchen kauft. Die Gemälde kaufen wir uns gegen Ende, wenn wir am meisten Geld haben. Ganz interessant übrigens, jetzt patrouillieren hier wirklich die Soldaten der Medicis. Am Orange erkennbar. Nicht mehr die der Templer oder eben die der Pazzis. Vorsicht, dankeschön. Entschuldigung. Ich bin schon weg. So. Wo würde sich hier ein Händler wohl am ehesten aufhalten? Wahrscheinlich hier irgendwo in der Handelsgasse. Assassine zu vermieten. Oh, kann man so formulieren. Ah, okay. Noch eine? Ja, oder? Geht ganz schnell, locker von der Hand. Kleine Nebenmission, ohne große Bedeutung, aber im Nachhinein gut, um Geld dazu zu verdienen. Und, ja. Ein bisschen unsere Assassinenfähigkeiten zu trainieren. Hoch da. Was ist ein Bogenschütze? Wow. Boah, Ezio. Also manchmal wirkt es, als wolle er sterben. Okay, bin schon weg. Und der nächste Auftrag. Gehört auch, finde ich, dazu. Also ist vielleicht nicht gerade die Haupterinnerungssequenz, aber gehört irgendwo auch dazu. Gefallene Schützen. Einige Bogenschützen der Pazzi haben letzte Nacht den Palazzo della Signoria angegriffen. Ich habe die bis zum Knie des Flusses im Bezirk San Marco verfolgt. Erledigt sie. Lorenzo. Komm. Ja, wir plündern die runtergefallene Leiche und Einwurfmesser. Perfekt. So, 200 Meter. Ein Templerversteck im Palazzo der Medicis. Klingt sehr interessant. Entschuldigung. Irgendwo muss ich ja landen. Okay. Drei Bogenschützen. Ach ja, ach ja. Also Italien will ich auf jeden Fall mal bereisen. Nutzen wir hier die Leiter. Denn die sind bestimmt auf dem Dach, oder? War ein bisschen blöd. Da sollte er eigentlich gerade springen. Nee, nicht wirklich. Oh, kein Wurfmesser, schade. Ganz unten. Freunde, wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten. Luftattentate sind super. Bleiben noch zwei. Komm, Freunde, ich habe heute frisch gefangene Egel. Komm. Frisch gefangene Egel. Okay, der ist auf dem Dach. Nummer 2. Lasst euch nicht weismachen, dass dieser Assassine von etwas anderem angetrieben wird als dem Teufel persönlich. Er muss sterben. Und Nummer 3, Moment. Nummer 3. 2000. Wow. Das ist viel.
Haben wir vielleicht Taubenschlag in der Nähe? Boah, warum nicht? Oh, da ist man ganz blöd gesorgt, Mann. Ja, ist echt blöd, aber. Wir bekommen da so viel Geld für 10.000 in der Truhe, der Villa. Müsste auch bald meinen. Ja, ihr habt richtig gehört. Frischen Schafsurin. Palazzo della Signoria. Frischer Schafsurin. Naja. Wenn der dann irgendeine medizinische Wirkung hat, kann ich das vielleicht noch nachvollziehen, aber freiwillig gibt es, glaube ich, Schöneres als frischen Schafsurin. Okay, ab nach oben. Und einmal eine Mission, bitte. Also, Lorenzo hat ganz schön viele Attentatsziele für uns. Muss man zugeben. Was haben wir hier? Politischer Selbstmord. Ein Mitglied der Signoria hat mit dem Pazzi zusammengearbeitet, um meiner Familie zu schaden. Er befindet sich in der Nähe der Kirche von San Lorenzo. Tötet ihn, aber tötet ihn leise. Er hat mächtige Freunde. Lorenzo. Nächste Frage. Müssen wir ihn leise töten oder war es eher eine optionale Anweisung? Mal. Wer von euch vielleicht regelmäßig laufen geht oder Sport betreibt generell, kann sich sicherlich vorstellen, wie anstrengend das ist, diese Kurzstreckensprints zu machen. Ezio. Da waren Tauben. Bald haben wir keine Medizin mehr. Wöchentlicher Aderlass. Übrigens, unsere nächste Aufgabe ist dann natürlich erstmal Lorenzo die ganzen Kodexseiten zu bringen. Oder eher gesagt, vor allen Dingen die Kodexseite von Francesco. Wie kam Francesco in den Besitz der Kodexseite? Auch eine gute Frage, oder? Wow, schon ein Rohling. Was ist das denn? Sie lokalisiert? Wo das denn? Lasst euch nicht über die wahre Natur dieses Meuchelmörders täuschen! Er ist ein böser Mann, der auf das Blut Unschuldiger aus ist! Das ist ja lustig. Steht zusammen! Ob Wölfe oder Weiblinger! Wie machen wir das? Bräuchte Diebe? Diebe, perfekt. Hallo, einmal anheuern. Autsch. Liebe Diebe, erledigt euren Auftrag. Oh Mama, ich muss hier weg. Hat der super funktioniert. Hat der super funktioniert. Das war's wert. 1500 Florin geschenkt. Schnell, da ist so ein Dieb. Was ist denn los hier? Da war noch einer. Da unten. Noch ein Dieb. Ach, das waren unsere Diebe, oder? Keine Ahnung. Ja, ich bin schon weg. Ui. Okay, wir haben es geschafft. So, es gibt noch mehr Attentatsmissionen. Jo, aber machen wir jetzt mal hier das Templer-Versteck, oder? Nur Attentatsmissionen ist auch ein bisschen eintönig. Wir wollen natürlich wissen, was es mit dem Templer-Versteck auf sich hat. Was für ein Idiot. Da ist bestimmt eine Frau im Spiel. Genau, bestimmt. Da kauft er Schönes. Chili und Brokkoli. Und Weizengrieß. So, was auch immer. Rüber da, rüber da, rüber da. Und hoch da. Das ist echt unser Dieb. Mann.
sind unsere Diebe. Ach, wie doof. Ich dachte, das wären Diebe, denen wir Geld abnehmen können. Diese Fleischstände, ich weiß ja nicht, ich finde das sehr, sehr, grenzwertig. Es tut mir leid. Ich gehe. Ausnahmsweise verzeihe ich dir. Das ist unser Dieb. Lauf doch weg. Komische Diebe. Können sich gar nicht von uns lösen. So. Und weg damit. Okidoki. Hoch da, hoch da. So. Joa, aber dann lohnt sich das richtig mit den Attentaten. Wenn wir 2000 Gold bekommen für eine so eine kleine Mission, ist ja eine beachtliche Summe. Huah. So. Hüpf, hüpf. Der Palazzo der Medicis. Ist auf jeden Fall neu. Also, da bin ich mir zu 100% sicher, dass wir da noch nicht drin waren. Noch so ein Kasper. Ich bin echt gespannt. Rein da. Aber warum ein Templer versteckt? Die Medicis sind doch keine Templer. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Hodesprung, ja, ja. Hausfriedensbruch. Im Jahre 1479 den Palazzo Medici infiltrieren und Lorenzo vor den Templern retten. Ja, okay, das macht Sinn. 1479, wir sind also ein Jahr später. Als die restliche Handlung. Schön. Lorenzo finden. Was ist hier passiert? Signor Lorenzo? Lorenzo ist leider verhindert. Hey, du bist der Mörder von Francesco De Pazzi. Packt ihn. Mit Vergnügen. Also eine weitere Revolte gegen Lorenzo. Denk daran, was ich euch beigebracht habe. Ja, nicht genug. Boah. Und. Beeilung! Ich habe noch ein Rendezvous! Schlitzt ihn auf! Was für ein Spruch jetzt, Jo. Mach was schnell und tödlich. Tschüss. Ist aber schon schick hier. Der Statue. Die ist tatsächlich diesmal, oder? Sie zensiert? Ja, ich weiß gar nicht. Nee. Die wollen wir nicht zeigen. So, ein bisschen plündern. Lieber am Wurfmesser. Perfekt. Und Medizin. Wow. Alles so gleichförmig aus hier. Kommen wir da so hoch? Nee. Ah, hier. Okay. Muss nur den Einstieg finden. Ach, wie schön die Laterne wackelt. Echt so einen riesigen Innenhof hier. Was für ein Gebäude. Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen, aber ich folge mal hier diesem Weg. Ach, guck mal. Wow. Wir kommen richtig in den Palazzo rein.
Seht euch das mal an. Wow. Oh, haben die hier gewütet. Oh. Bin gar nicht da. Schöne Bilder. So. Jetzt komme ich dir nicht mehr bekannt vor. Mann, wie schön. Wir kommen einfach in Lorenzos Palazzo rein. Ah ja. Seht, wer da ist. Ich weiß eure Namen, aber nicht, warum ihr hier seid. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de La La La. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Möge es sich nie ändern. Dein Vater war ein Assassine. Und so verurteile ich euch zum Tode. Vater! Dafür werde ich dich töten! Beeindruckend. Nun fehlt nur noch die Tat. Dieses Leben, es wählte mich. Du bist geflogen, Ezio. Geflogen!